Eine große aktuelle Studie zeigt, die Fleischproduktion ist ein Riesenklimakiller. Demnach sind die 5 weltweit größten Fleisch- und Molkereikonzerne für mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich als der Ölkonzern ExxonMobil. Ein unfassbares Ergebnis. Was genau dahinter steckt und was ihr selbst tun könnt, um den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen, erfahrt ihr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Dass Kühe beim Verdauen klimaschädliches Methangas ausstoßen, ist nichts Neues. Auch nicht, dass bei der Weiterverarbeitung und dem Transport von Milch und Fleisch CO2-Emissionen entstehen. Doch dass diese Branche so extrem zur Erderwärmung beiträgt, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet. Doch genau so lautet das Fazit der aktuellen Studie vom Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP. In diesem Bericht heißt es konkret: Gemeinsam sind die 5 größten Fleisch- und Molkereikonzerne bereits heute für mehr Treibhausgasemissionen pro Jahr verantwortlich als die Ölkonzerne ExxonMobil, Shell oder BP. Wer hätte gedacht, dass die ja eigentlich natürliche Produktion von Lebensmitteln mit den großen Ölkonzernen konkurrieren kann? Dabei geht es hier um alle Emissionen der Fleischproduktion zusammengenommen, also das ausgeschiedene Methan, aber auch das beim Transport produzierte CO2. Und für die Zukunft ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil, wenn man davon ausgeht, dass die Fleisch- und Molkereibranche in den kommenden Jahren weiter wächst, steht uns ein Kollaps bevor. Die Macher der Studie, die kritisieren die verantwortlichen Unternehmen hart, da der Großteil viel zu niedrige Werte in seinen CO2-Bilanzen angebe. Oft würden die Emissionen komplett in der Lieferkette ausgeklammert oder gar nicht darüber informiert. Dabei handelt es sich dabei um bis zu 90% der Gesamtemissionen. Nachvollziehbare und vollständige Emissionsberichte gab es nur von 4 Konzernen. Die Studie nennt in einer Liste die CO2-Verursacher auch beim Namen. Der deutsche Molkereikonzern DMK befindet sich auf Platz 21. Auf Platz 24 folgt der Fleischkonzern Tönnies. Den zweifelhaften ersten Platz belegt ein Konzern aus Brasilien, GBS. Dahinter folgen 3 US-Unternehmen. Mehr als unverständlich also, dass die Politik bis heute keine genauen Klimaschutzziele für die Landwirtschaft vorgibt. Dabei hatte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, schon 2006 verdeutlicht, welche große Rolle die Fleisch- und Milchproduktion bei der globalen Erderwärmung spielt. Zwar hatte man dann beim Klimagipfel in Paris vor 3 Jahren angemerkt, dass auch der Nahrungssektor Emissionen reduzieren muss, aber dabei ist es gefühlt auch geblieben. Im krassen Widerspruch dazu stehen die Ziele der entsprechenden Konzerne, in den kommenden Jahren ihr Geschäft auszubauen und zu wachsen. So beispielsweise die brasilianische Firma GBS, die davon ausgeht, dass der Fleischkonsum pro Kopf in den kommenden 12 Jahren um 30% steigen wird. Das sagen die nämlich ihren Investoren. Dabei wäre genau der entgegengesetzte Trend wünschenswert und vor allem auch notwendig, um die globale Erderwärmung auf 2 oder sogar 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Laut Greenpeace müssten die Deutschen dazu ihren Fleischkonsum halbieren. In den kommenden 12 Jahren auf 22 Kilo sinken pro Kopf und Jahr, bis 2050 sogar auf 16 Kilogramm pro Person und Jahr. Dazu heißt es in dem Greenpeace-Bericht: Damit auch die Landwirtschaft einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele leistet und das Artensterben gestoppt wird, müssen die Deutschen bis zum Jahr 2050 ihren Fleischkonsum um 50% senken. Pestizide müssen von den Äckern verbannt und die Mineraldüngung deutlich reduziert werden. In die Pflicht genommen werden müssen vor allem die hauptverantwortlichen Exportregionen von Fleisch- und Milchprodukten. Dazu zählen die USA, Kanada, die EU, Brasilien, Argentinien, Australien und Neuseeland. Denn hier herrscht eine Überproduktion vor und ein extrem hoher Pro-Kopf-Verbrauch. Obwohl hier nur 15% der Weltbevölkerung leben, machen diese Regionen 43% der weltweiten Emissionen der Fleisch- und Milchproduktion aus. Die aktuelle Studie zeigt jedenfalls noch einmal die Dringlichkeit, dass nicht nur der Energiesektor hinsichtlich der Klimabilanz überprüft werden muss, sondern auch die großen Fleisch- und Molkereiunternehmen. Die bisher bestehenden Regelungen sind freiwillig und werden weder durch unabhängige Überwachungssysteme noch durch Sanktionen unterstützt und durchgesetzt. Ein eklatantes Problem für die Zukunft von uns allen. Schande genug, dass die Politik das bislang verpasst hat. Aber ihr könnt etwas tun und es ist ganz simpel: Esst einfach weniger Fleisch. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen, täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken. Aber nicht die
Genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Ja, Klimawandel bestätigt, Skeptiker endgültig widerlegt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.